gibt Hoffnung. Es gibt auch viele Dinge, die Zuversicht geben können, aber es gibt noch keine Entwarnung in dieser Phase der Pandemie. Und wir dürfen jetzt die letzten Schritte, zumindest nach Stand heute, letzten Schritte eben auch nicht verstolpern. Heißt also jetzt, wenn wir die ersten 2, 3 Tage eine gute Entwicklung sehen, gleich das Gefühl kriegen, okay, sondern es geht darum, die Zahlen weiter runterzubringen. Und zum Zweiten, gerade beim Öffnen, bei einem höheren Grad von Impfungen, die richtige Geschwindigkeit beim Öffnen zu finden. Länder wie Israel und das Vereinigte Königreich haben uns gezeigt, wie wichtig das ist. Ich denke, wenn wir diese Erfahrungen zusammenbringen, dann werden wir auch diesen Teil zusammen schaffen.